Frohe Ostern, schön bemalte Eier. Oh weia. Oh weia. Vor mir ein dunkles Trümmerfeld. Ist das wirklich meine Welt? Hab jahrelang damit verbracht, zu viel aus dem Kopf gemacht, statt zu fühlen, was ich will, was mein Herz mir wirklich sagt. Und plötzlich wird es in mir still und vor mir liegt ein neuer Tag. Nach jeder dunklen Nacht kommt der Sonnenschein. Nach jedem kalten Winter wird es Frühling sein. Und stirbt etwas in mir, ist Platz für Neues da. Für den Neuanfang braucht es mein klares Ja. Neuanfang, ich fang.
Ja, und das ist das Zeichen vom Neuanfang, gell? Genau. Und es ist tatsächlich etwas, man braucht viel Humor gerade. Mhm. Und ja, den braucht man eigentlich immer. Es geht darum, sich einzuschwingen auf dieses Feld, das jetzt so wabert in uns. Es ist einfach sehr viel in Witter, Merkur in Witter. Streitgespräche haben wir gerade gemerkt. Ja, und ja. Das heißt, die Leute stehen auf, man lässt sie nichts mehr gefallen. Genau. Man sagt, stopp, na, ja. Übrigens, was wir hier machen, ist unsere Osteransprache. Ja? Von der Eva Denk und von Christopher Amrain, Salimutra. Nicht nur an unsere Salimutra-Leute, sondern haben gesagt, wir geben es jetzt einfach mal so raus, lassen mal wieder was von uns hören. Genau. Und probieren immer wieder was Neues aus, was einfach in einer anderen Kraft schwingt. Und das ist genau das, worum es geht, dass man diesen Neuanfang immer wieder spürt, dass es immer wieder einen Ruf gibt an dich, einen Ruf vielleicht auf einer anderen Ebene, was ins Leben zu bringen. Und jetzt mit Sonne, Merkur in Widder und Venus auch in Widder, ist es gerade so für unsere Beziehungen, für unser Miteinander, für unser Sein, geht es darum, kannst du dastehen? Kannst du irgendwie zu deinem stehen? Kannst du in deinem Raum bleiben? Weil genau das ist diese Feuerenergie, die sagt, hier bin ich, hier nimm mich so, wie ich bin. Und wenn es natürlich auf den anderen trifft, der auch sagt, naja, ich bin auch so, genauso wie ich bin oder das ist mein Raum, dann gibt es natürlich ein bisschen Auseinandersetzungen. Das ist der Merkur in Widder ganz gut, sich da also vorzuwagen und eben nicht zurückzutreten. Und ja, wenn man dabei bleibt, einfach den anderen zu verstehen und immer wieder auch das austariert, wo ist jetzt der andere oder wo übertrete ich gerade Grenzen? Was ist da gerade in mir? Also das ist gerade so ein Thema. Und ja, und mit der Venus im Widder geht's, trau dich was, geh voran. Ja, und sich trauen, das Alte loszulassen. Deshalb kriegen wir das Alte auch noch so aufs Tablett gelegt, was durchaus im Inneren läuft. Also ich hatte jetzt einen Transit mit Saturn, der für mich sehr wichtig ist, der sich so zwischen mich und die Sonne geschoben hat. Und das heißt, mir wurden auch nochmal alten Dinge in mir. Also das sind so die inneren Stimmen im Kopf, die gegen dich selber reden, die gegen mich reden. Ja, die dann, das sind uralte Glaubenssätze, die dann plötzlich nochmal sowas von aufs Tablett kommen. Ja, und die Frustrationsgrenze und der Selbstwert, der ist so da unter die Fußnägel irgendwo, wo man sich rauskratzen kann. Jetzt wandert's langsam die Schienenwadern wieder hoch. Ja, ich bin jetzt so ungefähr am Knie, Hobbys, ja, sitzen. Und das ist das Gleiche, was im Außen passiert, einem innen. Und das war auch nochmal eine ganz dicke Überprüfung, ja. Wie stehst du zu deinen eigenen alten Mustern, ja. Und genauso werden wir gerade konfrontiert mit uralten Mustern im Außen, wo es um Macht und Kontrolle und ja, einem Hammersystem geht, was ja überhaupt nicht neu ist. Das ist uralt, wo wir jetzt merken, was dabei rauskommt, ja, und sich immer mehr zeigt, so dass genau das, was wir gesagt haben, einfach immer mehr Menschen aufwachen und das dann noch mit dem Widder und den Konstellationen, wo es einfach um Mut und Vorangehen geht, ja, da passiert es. Immer mehr Menschen, wenn ihr rausgeht, kapieren jetzt, was gespielt wird. Und darum ging es die ganze Zeit. Genau. Und jeder musste dabei die letzten Wochen, Monate wie durch einen Tunnel durch, ja. Also jeder hat da sein Thema nochmal gespiegelt bekommen und hat da erfahren, was es bedeutet, blockiert zu sein oder einfach Ängste wieder zu haben oder in Emotionen zu versinken. Und genau das ist ja enorm hilfreich gewesen, dass du diese Muster loslässt.
Weil es geht nicht darum, dass man irgendetwas loslässt. Es geht nicht darum, dass du eine Beziehung loslässt. Kann sein, ja. Oder dass du eine Arbeit loslässt oder Projekt oder das oder jenes. Es geht in erster Linie von dir, aus dem Innersten raus. Was für alte Strategien, Muster, Vermeidungen fährst du immer noch? Es geht um die Frequenz. Ja, es geht gar nicht um das, was unbedingt, es geht um die Art, wie wir das Ganze machen. Und wo wir jetzt gerade immer geprüft werden, ist, welchen Wolf fütterst du? Fütterst du die Liebe oder fütterst du die Angst mit den ganzen Unterprogrammen? Mhm. Ne? Im Außen wird gerade ganz viel der Angstwolf gefüttert und es ist die Frage, ja, nimmst du das Futter oder sagst du, nein, ich füttere lieber die Liebe, ja? Ganz genau. Und wir kriegen absolut keine Unterstützung mehr, wenn wir den falschen Wolf füttern. Keine Unterstützung. Das bedeutet, wir laufen ins Leere, wir haben Schwierigkeiten, wir haben innere Blockaden, wir gehen immer wieder in dieses Feld, wo wir keine Nahrung mehr beziehen, wo nichts an Rückfluss kommt. Ja, und wir müssen nachsitzen. Genau. Ne? Also wenn du den Wolf der Angst fütterst, ist das für die geistige Welt einfach oder auch für dein ganzes System das Zeichen, dass da noch ein wichtiges Thema ist. Und das heißt, das wird verstärkt. Und deshalb gehen die Leute da nochmal ganz, ganz tief rein. Und zwar immer, bis die Schmerzgrenze erreicht ist. Bis du nicht mehr kannst. Und das läuft im Großen wie im Kleinen. Ja? Deine eigenen Strategien wirst du so lange anwenden, bis die Schmerzgrenze erreicht ist, bis du nimmer kannst und merkst, hey, ja, entweder zerstörst du dich dann wirklich oder du sagst dieses berühmte Stopp. Und das ist es. Es geht nicht darum, jetzt alles loszulassen an den Verknüpfungen, die wir haben, Job, Partner, Freunde, irgendwas, sondern es geht darum, dass du zu deiner Frequenzentscheidung stehst. Das heißt, wenn du sagst Liebe und du merkst, und da läuft etwas, was nicht in Liebe ist, dass du den Mut hast, Nein, ja, das Nein zu geben für dieses alte Feld. Und wenn du dich fürs Neue öffnest, dann kommen einfach ganz viel andere Möglichkeiten hoch, wie man es auch lösen könnte. Genau. Also sei offen für überraschende Lösungen, für das, was du vielleicht gar nicht erwartet hast, was einfach auch viel besser ist als das, was du dir vorgestellt hast. Wir können jetzt uns darauf freuen, diese Energien im April sind sehr, gerade jetzt hat in dieser Woche, sehr feurig und luftig. Das bedeutet, es ist Wandlung, es geht nach außen, es zeigt sich, was lange so geschwelt hat. Es möchte umgesetzt werden, es ist dazu da, dass es anschiebt für unsere Visionen, dass wir da hinkommen zu dem, was wir immer schon tun wollten. Und von dem her ist sehr viel Aktivität da. Also sei aktiv, sei im Fluss, ja, sei in Bewegung. Ja, und was ich schon letztes Jahr gesagt habe, sei nicht berechenbar, weder für dich selber noch für andere. Das ist nämlich ein großes Problem, dass die Menschen so berechenbar sind. Ja, und dann werden irgendwelche Knöpfe gedrückt und du weißt, wow, und dann geht's wieder hoch und so. Ja, nein, schau, auch die ganzen Proteste, also wenn die berechenbar sind in geordneten Demos, die da irgendwie laufen, ja, das ist immer ein Zeichen, dass etwas missbraucht wird im Endeffekt, ja, und gelenkt wird. Und lass dich nicht lenken, sei unberechenbar, sei wie das Wasser, fließe einfach in jede Ritze, wo es geht. Und wenn da gerade verstopft ist, ja, dann finden wir tausend andere Löcher, wo wir fließen können. Wenn das alle tun, ja, dann wird man solche Gesetzgebungen oder ja, überhaupt nicht durchsetzen können, weil wir einfach flexibel sind. Ja? Wenn man immer meint, es muss so sein und wenn das nicht so ist, dann muss ich kämpfen. Mit Kampf werden wir es nicht erreichen. Das ist genau die Frequenz. Alles, wo du in dir angeboten kriegst. Ja, ich habe auch Wut, ja, aber ich gehen mit der Wut jetzt nicht auf die Straße und brüll irgendwelche Polizisten oder sonst was an, ja, sondern ich versuche eben kreativ damit zu sein, das als Energie zu nehmen, die einen Antrieb gibt, wo ich sage, boah, ja, und ich habe gemerkt, wenn du willst,
kannst du in dieser Zeit tatsächlich alles machen, weil es immer Plan B, C, D, E, F, G gibt, ja, wo man ganz andere Wege gehen kann. Ganz genau. Und wie kannst du fließen? Wie kannst du strömen? Wie kannst du verströmen? Wie kannst du das spüren, was es ist? Es geht wirklich immer wieder darum, dass du bei dir bleibst, zu dir zurückkehrst, gerade in diesen Zeiten. Also das kann man nicht oft genug hören. In dem Moment, wo du dich verlierst in einem anderen Feld, sei es eine Beziehung, ein anderer, sei es dieses verrückte Feld jetzt draußen mit den Medien, ob es dein Umfeld ist, ob es dein Familienfeld ist, in dem Moment, wo du nicht bei dir bist, nicht dich selbst spürst, deine Quelle, deine Anbindung, bist du wie ein Schwamm, der das alles aufsaugt an Energien, an Gefühle und du kommst nicht in deine wirkliche Energie und Kraft. Also immer wieder rausgehen in den eigenen Raum, dich spüren, dich fühlen, tiefer schauen, tiefer einsinken. Dann weißt du, was deine Wahrheit ist in dem Ganzen. Und das ist ein großes Thema in den ganzen sozialen Netzwerken, Medien oder so. Deshalb bin ich zum Beispiel auch eigentlich raus jetzt seit Ende letzten Jahres. Und so habe ich gemerkt, ups, nein, da braucht es was anderes. Weil 90% der Meldungen, die da gepostet werden, egal ob du auf Facebook oder Telegram oder sonst was bist, sind eigentlich dazu da, uns in Wirklichkeit zu schwächen. Weil was ist unsere größte Kraft? Was können wir wirklich tun? Wir können manifestieren. Und manifestieren tun wir, indem wir uns klar ausrichten. Ja, wir können, wenn wir ständig auf das schauen, was schlecht ist oder scheinbar schlecht ist, weil es sind so viele Fake News auch da unterwegs, auf allen Seiten, sorry, aber ja, die immer wieder das Gleiche machen. Du gibst dem Energie. In dem Moment, wo du es schon durchliest, fütterst du den Wolf der Angst und du merkst, es macht Emotionen und blub, 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 blub. Ja, also da einfach zu stoppen und in diese wunderbare Kraft zu gehen, zu manifestieren. Und ich kann manifestieren, dass ich die Busse schon fahren sehe, wo die jetzt wirklich diese neue Weltordnung installieren wollen, ja, dass die einfach woanders hingefahren werden, wo sie keinen Schaden mehr anrichten können. Ja, und das mache ich jeden Tag, dass ich mir diesen Bus vorstelle oder diese Busse, wo die Menschen dann reingehen und wir winken alle und sagen, boah, schön, dass ihr geht. Ja, und es gibt sicher eine geile Insel, wo ihr euch zusammensetzen könnt und wo ihr unter euresgleichen sein könnt und dass hier das Leben wieder laufen kann. Ja, genau das ist es, weil es geht um Eigenmächtigkeit, ja, um Eigenmächtigkeit. Aber du kannst eben erst fühlen, was es wirklich ist, wenn du zu dir immer wieder zurückkehrst. Was ist es denn, was du überhaupt willst? Und damit du nicht auf jeden Zug aufspringst und sofort dich raustreiben lässt, sondern dass du wirklich weißt, aha, das wäre absolut eine Lösung, wo ich damit kann, ja. Und es geht wirklich jetzt in den nächsten Tagen, in dieser Woche, sehr um die Freude. Es geht um Spaß, es geht um Lachen, es geht um Leichtigkeit. Wir haben Feuer, Luft, Energie. Also nehmt ein Feuer und nehmt die Luft, ja. Das ist etwas Aktives, das ist was einfach sich ausdehnt. Das ist etwas, was sich gegenseitig befruchtet. Das sind Ideen, ja? Das sind Eingebungen, Informationen, die kommen. Und mit dieser Witterenergie möchte das umgesetzt werden. Also es ist Mars, Jupiter, Saturn ist in Luftenergie. Also wow, es steht dem nichts dagegen. Es steht dem nichts dagegen, dass du jetzt in die Gänge kommst.
Ja, und man weiß ja immer, da wo kein Humor ist, da stimmt etwas nicht. Ne? Liebe und Humor, die gehören zusammen. Ja? Ihr wisst, welchen Humor ich meine. Es ist nicht, was weiß ich jetzt, Witze, wo man andere irgendwie oder so, sondern es ist einfach, dass man lachen kann. Das heißt auch, dass das Herz offen ist. Ja? Und das ist ein unheimlich wichtiger Antrieb. Wo kein Humor ist, ist auch keine geistige Welt. Das wissen wir aus langer, langer Arbeit. Ja? Deshalb haben wir uns jetzt auch über die Zeiten, wir sind jetzt im zweiten Jahr der Seelenbegleitung von uns und das hat uns selber auch sehr, sehr viel gegeben und den Menschen, die mit uns zusammen sind, weil wir da genau diesen Kontakt haben, auch im Netzwerk, wo einfach jetzt eben nicht über irgendwas rumgeschimpft und das ist wieder blöd und das ist wieder blöd, sondern wo wir sehr intensiv an uns selber gearbeitet haben in der Zeit. Ne? Und ja, noch eine tolle Nachricht haben wir, das dritte Buch ist schon in fast fertig. Ja, also da, auch da ist viel weitergegangen, wo es ja um die Lilith geht, um die weibliche Kraft, um das ja, das ist ja auch einfach dieser Wechsel, der jetzt stattfindet, wo sich dieses männliche Ding nochmal total zeigen darf, ja, aber auch das Weibliche nochmal überprüft wird. Ja? Und da haben wir ganz viele Nachrichten, wo man halt auch anhand von deiner Radix sehen kann, was ist denn so der weibliche Teil in dir, ja, der raus will. Ja? Und das sind im Grunde wieder 12 verschiedene Grundenergien, wie sich das Weibliche auf der Erde manifestieren kann oder wie es wirkt. Mhm, ja? Genau. Und es ist kein reines Lilith-Erweckungsbuch nur für Frauen, sondern es geht jetzt wirklich um dieses Gemeinsame. Wie können wir denn uns miteinander einschwingen? Wie können auch die Männer diese alten patriarchalen Strukturen entlassen, aber auch die Frauen, weil wir haben es genauso in uns. Ja? Wir haben jetzt bestimmte Körper, wir haben Hormone, klar, aber alle haben wir das erlebt. Und es ist wirklich ein gemeinsames Aufwachen, Erwecken. Und darum geht es uns vor allem, um dieses Versöhnen miteinander, um neue Wege finden, neue Wege gehen, das Alte entlassen, über Jahrtausende gewachsene, enge Feld, patriarchale Feld loslassen. Ja, dass wir uns immer daran erinnern, dass wir so oft als Frau und wieder als Mann inkarniert sind, dass natürlich beide Seiten total in uns sind. Und das ist jetzt nicht, sagen wir mal, der physische Frauenkörper jetzt hier die Aufgabe hat zu transformieren, sondern das sind genauso die Männer, ja, und auch die meinen beides zu sein oder irgendwas, also alles, was da ist. Selbst die Tiere transformieren in die Richtung, das ist nämlich auch ein ganz irres Ding, was wir sehen, dass auch in der Natur eine ganz ähnliche Transformation stattfindet, also Tiere untereinander oder Tiere in Bezug zu Menschen, ja, sich wandeln. Genau. Ja. Genau, ja, nicht nur die Erde wandelt sich, auch alle Planeten weisen ganz intensive Transformationsgeschichten auf, physikalische, die man messen kann. Also es ist wirklich ein universaler Prozess, in dem wir uns befinden, und wir sind immer wieder am Unterschätzen, was da wirklich abläuft in unseren Körpern, in unserem mentalen System, in unserem Sein, im Alltag, was da wirklich wir alles durchlaufen. Also sei immer wieder in Mitgefühl mit dir. Lass immer wieder dir viel Raum, viel Platz. Es kann nicht von heute auf morgen alles umgesetzt werden. Wir brauchen immer wieder ein Einschwingen. Und uns geht es auch so, dass man wirklich so, wenn wir so vorausgehen und so viel in das Feld geben, dass dann einfach so ein Punkt kommt, wo wir nacharbeiten müssen, ja, wo wir sagen, okay, jetzt sind wir wieder sehr in die Aktivität gegangen, jetzt wartet wieder das Fühlfeld, jetzt müssen wir wieder nachfühlen eigentlich, ja, nicht nacharbeiten, nachfühlen. Was ist es denn für uns, ja? Ja, und sei immer bereit
für ganz überraschende Lösungen. Also für etwas, was du so, ich meine, was jetzt gerade auch abgebaut sind, sind die Grenzen in uns. Also auch was das Manifestieren angeht, ja, dass wir jetzt in eine Zeit kommen, wo das Außen uns überraschen wird, aber auch wir uns selbst überraschen dürfen. Und das heißt eine unheimliche Öffnung für Lösungen, die du so noch gar nicht auf dem Schirm hast. Ja, einfach offen zu sein in diesem Wissen, ja, es wird sich lösen. Also das ist einfach das Wichtigste, dass wir sehen an den Sternen, ja, die ja schon immer genau das wiedergespiegelt haben, was hier auf der Erde läuft, dass diese Lösung eh schon mittendrin ist. Also das ist alles schon gekippt, das ist alles schon bereit, ja, und es ist jetzt an uns, dass wir das auch geschehen lassen. Ja, weil ganz viel noch am Alten festhält. In jedem hält irgendwo noch diese Pseudo-Sicherheiten. Naja, darauf kann man sich verlassen. Nein, du kannst dich, das Einzige, wo man sich drauf verlassen kann, ist, dass es geschieht. Dass etwas geschieht, wo wir schon so lange drauf warten, dass die gesamte Menschheit auf ein ganz neues Level gehen wird. Ja, und das kann natürlich nur passieren, indem Altes einfach geht und entlarvt wird und so weiter. Mhm. Und dieses Spiel, das ist so uralt, ja, und war einfach ein Teil von dem, was wir erforschen wollten. Und jetzt kommt die Lösung. Ja, genau. Letztendlich geht es darum, dass wir uns wieder einschwingen in unser Grundvertrauen, einschwingen in unsere Essenz, in das, was wir mitgebracht haben, was wir immer geben wollten auf der Erde. Und dass wir darin wieder vertrauen und dadurch auch unsere Öffnung für die Quelle, für diese Zusammenarbeit mit dem Geistigen wieder ganz, ganz tief installieren und darin vertrauen. Und jetzt ist das Fest der Auferstehung. Ich meine, da geht ein Typ, hat uns das schon vor langer Zeit vorgemacht, geht aus seinem Körper raus und geht wieder rein und bastelt ihn wieder zusammen und so. Und das ist die Wahrheit. Das ist nur, lange Zeit durften wir das nicht, weil es wirklich darum ging, diese Grenzen des Verstandes und all dem hier auf der Erde zu erforschen. Aber in Wirklichkeit haben wir die Möglichkeit, unseren Körper zu gestalten. Ja, guck mal, und jetzt sind wir in einer Zeit, wo uns abgesprochen wird, dass wir ein eigenes Immunsystem haben, wo einfach gesagt wird, geht gar nicht. Ne? In Wirklichkeit ist es schon immer auf der Erde und es ist ein Wunder. Was wir an dem Körper haben, ist ein Wunder. Und dass die ganzen Wunder, die selbst hier mit unserem Raumschiff zu machen sind, ja, die werden erst richtig kommen. Was weiß ich, dass das alles Mögliche nachwachsen kann, sich wieder reparieren kann, ja, dass das ja auch mit unserem Verstand zusammenhängt. Denkt man nur dran, was so in der Zeit programmiert ist. Also man kennt es aus der Hypnose. Wenn du in der Hypnose in eine Frühzeit, zum Beispiel deine Kindheit gehst und du hast jetzt hier mit Brillen Augenleiden oder so, dann gehst du in die Kindheit, da ist das weg. Ja, einfach weil wir es selber programmiert haben und weil wir daran glauben. Und wenn wir diesen Glauben ändern, dann kommen auch unsere Fähigkeiten zurück. Genau. Ja, und wir wissen das alles. Natürlich wisst ihr das alles. Wir wissen das alles. Es geht nur noch darum, jetzt ums Umsetzen, um es wirklich zulassen, dass es nicht im Kopf hängen bleibt, sondern dass es ja, sich durch uns manifestieren kann, dass wir dieses Vertrauen haben, dass all das, was wir so lange jetzt an Informationen gesammelt haben, anwenden und leben. Und so ist eben diese Woche sehr, sehr offen damit, dass wir eben in dieses Lachen gehen, dass wir das tun, was uns Spaß macht, dass wir unsere Freude wieder im ganzen Ausmaß spüren, unsere Freude auf der Erde zu sein, mit dem Körper hier mitzuspielen, dass es einfach auch sich jetzt öffnen darf für uns alle. Ja, und lasst uns in die Visionen gehen von diesen wunderschönen Gatherings, Festivals, miteinander auf der Straße singen, tanzen, in der Natur sein, ja, dass dann ganz viele Inseln, Communities da sind, die wirklich so dieses neue Feld
hier auf der Erde vorbereiten und immer mehr Menschen kommen dazu und verstehen das und genau das ist, was passieren wird. Lasst uns bereit sein für ganz irre Lösungen, wo wir immer wieder wissen, wir sind nicht allein, wir sind sowas von verbunden in dem Ganzen. Ja? Das heißt, es wirkt alles in die Richtung. Und die, die noch an dem Alten festhalten, denen wird einfach permanent die Energie entzogen. Die brauchen immer mehr Energie, um das aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir sind auf der sicheren Seite. Ja? Und auch was Leben und Tod angeht, wo ja jetzt die Zeit ist mit Auferstehung, lass uns da nochmal tief reingehen, was der Tod eigentlich bedeutet. Ich meine, wenn du weißt, dass du schon zwischen 1000, 2000, 3000 Leben hinter dir hast, warum dann hier so einen Stress machen, ob man jetzt hier noch ein bisschen länger bleibt oder nicht? Sorry, ja, also kann ich spirituell gar nicht anders sehen, ja. Ja, wir vermissen euch, wir vermissen das Treffen miteinander, das Tanzen miteinander. Ja. Wir machen natürlich das Beste, dass wir jetzt halt einfach natürlich uns immer wieder einschwingen mit euch und in Verbindung sind. Dennoch, wir vermissen euch und ja. Wir lieben euch ja. Und ja. Und im Hintergrund läuft ganz viel Netzwerk auf allen Ebenen, ja, vernetzen sich die Menschen jetzt auch aufgrund der Krise. Und das hätte es so vielleicht auch nicht gegeben, dass wirklich da Leute auf eine ganz besondere Weise in die Vernetzung gehen. Und es ist auch wunderschön zu sehen, weil das sind Samen, die in den nächsten Jahren aufgehen und zu wunderschönen, großen Liebesbäumen heranwachsen. Vertraue dem Samen, auch wenn sich jetzt noch nicht alles zeigt, aber wir setzen seit einer Zeit alle den Samen. Und er wird aufgehen und es wird ein Flächensamen sein. Es wird überall blühen, sei dir sicher. Es wird überall blühen. Wenn du tiefer fühlst, jetzt einfach mal reingehst in das, was dein Same ist. Dein Tropfen, den du in den Ozean gibst. Und jeder Tropfen wirft Wellen und verändert alles. Wenn du spürst, dass dieser Same jetzt in die Erde gehört, weil alles bereit ist, dann wirst du Antwort bekommen. Alles, was aus deinem reinen Herzen in das Ganze gegeben wird, wird zum Blühen kommen. Es geht immer nur darum, dass du aus allem, was die Angst ist, heraustrittst, Schicht für Schicht. Dass du die Faust um deinen Samen öffnest und zutiefst vertraust, dass Regen, Sonne und alles, was dazugehört, kommen werden und
diese Pflanze, das, was du bist, das, was deine Essenz ist, zum Verströmen bringt. Denn es ist die Zeit. In diesem Jahr ist die Zeit. Es ist Zeit für Freude, für ein Miteinander und für die Liebe. Es ist Zeit. Und alles geschieht nur in deinen Schritten. Es fühlst. Das ist kein Widerspruch, weil das Ganze und du und wir sind eins, eine Schwingung, ein fließendes Sein. Wir wünschen euch einen wunderschönen Neuanfang. Auferstehung. Beseeltes Sein. Sein in Liebe. Neue Vernetzungen. Herzensvisionen. Und viele bunte Eier. Freude, Freude, Freude. Freude.